Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Homeworkout. Heute werden wir ein bisschen laufen bzw. sprinten. Wir machen einen Endurance-Test. Bevor wir damit aber, oder bevor ich das erkläre, zu einem kurzen Warm-up. Das besteht aus 5 Runden. In den 5 Runden macht ihr 20 Meter Sprints. Ihr müsst nach draußen offensichtlich. und auf dem Weg zurück macht ihr Broadjumps. Kennt ihr noch vielleicht aus dem Park, haben wir immer gemacht, also in die Hocke gehen und nach vorne springen. Und dann geht ihr in 20 Sekunden Calf Stretch, also für die Wade. Nehmt euch entweder eine Wand und drückt euch weg, dass die Wade hinten ausgestreckt ist. Oder könnt es auch einfach ohne machen. Und ja, das macht ihr 5 Runden. Und dann geht ihr in den Beep-Test. Den müsst ihr euch vorher runterladen. Das ist bei YouTube oder einfach mal googeln. Ein Test, wo Beep-Signale in verschiedenen schnellen Abständen abgespielt werden. Immer wenn ein Beep kommt, lauft ihr die Strecke von 20 Metern. Am Anfang ist es relativ langsam, dann kommt der Beep, ihr lauft los, kommt langsam der nächste Beep, ihr lauft die 20 Meter zurück. Und irgendwann werden die Abstände zwischen diesen Beeptönen immer kleiner und das spiegelt verschiedene Level dar. Und das werden wir messen mit diesem Test. Hinterher in eurem YouTube, in der YouTube-Sequenz werdet ihr dann sehen, in welchem Level ihr gelandet seid. Das ist im Prinzip das, wo ihr es nicht mehr schafft, die Geschwindigkeit zu halten, um die Beeps noch, um in den Beeps noch zu laufen, sozusagen. Genau. Teilt uns auf jeden Fall mit, bis zu welchem Level ihr gekommen seid und wir sind sehr gespannt auf eure Scores. Es gibt 21 Level insgesamt, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Genau, und wenn ihr damit fertig seid, lauft oder geht ein bisschen nach Hause, macht einen kleinen Spaziergang und dann nehmt euch eine Matte und macht 2 kleine Stretches. Fangt an mit einer kleinen Yoga-Pose, die heißt Happy Baby Pose. Geht auf den Rücken, Beine zusammen, wenn ihr könnt, umklammern und geht einfach auf den Rücken und lasst euch so ein bisschen ja, auf die Matte fallen und relaxed. Und der nächste Stretch ist der Hurdle Stretch. Da winkelt ihr ein Bein an und fasst mit der Hand an das ausgestreckte andere Bein. Wechselt die Seite, genießt jetzt ein bisschen die Ruhe nach dem Sturm und ja, dann geht's morgen weiter mit dem nächsten Workout. Viel Spaß!